Willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Kristall. Ich habe mir eine Liste gemacht, was alles so passiert ist. Und zwar, wir haben Rizoros gefangen, Rihorn gefangen, Golbat, Arbok, Radika, Sandama, Georock, Tentoxa und Dodu. Ja, alles während des Trainierens. Ich dachte eigentlich, so viel wird nicht passieren, aber irgendwie kam es dann doch über mich. So jedes Mal, wenn dann nur so der HP-Balken, also der KP-Balken, rot, ganz mickrig da war, dachte ich so, oh, wirfst du mal einen Ball drauf. Wird schon schief gehen. Und tatsächlich, ich habe ein paar Pokémon gefangen. Tauboga hat sich natürlich zu Taubos entwickelt, wie erwartet. Tornupto hat Sternschauer gelernt. Pikachu hat endlich Donner gelernt. Duflo hat Blättertanz gelernt. Und Taubos hat Flügelschlag gelernt, glaube ich. Genau, Flügelschlag. Ja, das ist so die grobe Zusammenfassung. Alle sind mal mindestens Level 50. Damit sollten wir eine gute Basis haben für die Top 4. Und ich gucke mal eben in meinen Beutel. Obwohl, nee, ich wollte in mein Geld gucken. Ja, wir haben ein bisschen Geld. Wenig so. Das passt aber einigermaßen noch. Das ist nicht so tragisch. Garados wollte Hydro-Pumpe lernen, aber weil Garados meine VM-Schlampe ist, sozusagen, war das nicht möglich, ohne dass ich Drachenwut verlernen würde. Und ich wollte nicht Drachenwut verlernen, weil dann hätte er nur noch Wasserattacken und wäre dann nicht so ganz flexibel. Hallo, meine liebe kleine Katze, was machst du denn hier? Lilith will heute anscheinend mit aufnehmen. So wie ich die Sache sehe. Wagen wir uns einfach direkt mal in die Top 4. Würde ich sagen. Willkommen in der Pokémon-Liga. Erlaube mir, mich vorzustellen. Ich bin Willy. Ich habe die ganze Welt bereist, um meine Psycho-Pokémon zu verbessern. Und schließlich habe ich es in die Top 4 geschafft. Ich werde ständig besser verlieren, ist keine Alternative. Oh yeah. Das wird spannend. Ich glaube, Taubos wäre eigentlich eine ganz gute Wahl dagegen. Aber hey, wir sind mindestens mal 10 Level über sein, von daher egal. Ich sollte mich eigentlich schon besser anhören, aber ganz gesund bin ich immer noch nicht. Oh, Konfusstrahl. Ich hasse diese Attacke. Es ist einfach so, man ist so sehr davon abhängig, ob die Pokémon sich dann selber verletzen oder nicht. Es ist schlimm. Es ist richtig schlimm. Ah, Duflo hat noch den EP-Teiler vom Trainieren. Nee, ich möchte das Pokémon nicht wechseln. Also Konfusstrahl kann dazu führen, dass man einfach komplett verkackt oder eben einfach normal weiterkämpft. Form von komplett verkacken, das Pokémon tötet sich irgendwann selber. Und führt keine einzige Attacke richtig aus. Dann hat man halt keine sonderlich... Oh mein Gott, das ist nicht sehr effektiv. Stimmt, der war ja Wasser. So. Oh, ich habe eine E-Mail gekriegt. Ich bin nämlich gerade auf eBay so ein bisschen auf der Jagd nach gebrauchten Spielen. Für baldige Projekte. Also, zwei fliegen mir heute noch per Post zu. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Oh, diese Psychokinese geht mir so auf die Nerven, ne? Also die werden so irgendwie Ende des Jahres fangen diese Projekte dann an. Also das ist noch nicht so bald, aber für den Preis, den ich da geschlagen habe, musste ich einfach jetzt zuschlagen. Also zwei sind auf dem Weg, zwei sind noch in Arbeit und ein weiteres bin ich noch auf der Jagd nach. Das ist gar nicht so einfach, weil das Problem daran ist einfach, dass es neu im Moment auf diversen Seiten weniger kostet als gebraucht, deswegen eBay. Weil für einen Sofortkauf-Gebrauchpreis ist es einfach zu teuer. So. Aber das würde mich auch mal interessieren, kauft ihr Spiele grundsätzlich nur neu oder nehmt ihr auch mal in Kauf, dass sie Gebrauchsspuren haben? Oder ist euch das egal, weil ihr sie sowieso nicht anguckt, sondern sie einfach nur laufen müssen? Ich meine, okay, bei CDs ist das jetzt nochmal was anderes, weil da ist die Optik ja, also zumindest von der Unterseite,
beziehungsweise auch von der Oberseite, hängt, also ist ja dann, ja, die Funktionsfähigkeit ist davon abhängig, dass das funktioniert. Wer sich noch an meinen, oh Gott, ist das lange her, Luigi's Mansion Let's Play erinnern kann, der weiß, dass dieses Let's Play eigentlich fast gar nicht zustande gekommen wäre, weil, also die CD, es ging an, und dann konnte ich 10 Minuten spielen, und dann habe ich einen Fehler geworfen bekommen. Und stand da wirklich, hatte ich ein eingefrorenes Bild, und dann stand da wirklich so schön in dieser Luigi's Mansion Font, also Schriftart, stand dann, ja, irgendwas mit Speicher, Ladefehler, irgendwie sowas, keine Ahnung. Also auf jeden Fall, irgendwas mit der CD war nicht in Ordnung. Konnte man daraus schließen. Und weil Luigi's Mansion zu dem Zeitpunkt einfach mal gebraucht 70 Euro gekostet hat, ich weiß nicht, was es jetzt kostet, ich glaube immer noch so 50, dachte ich mir so, okay, was habe ich zu verlieren? Entweder ist die CD kaputt und ich gebe 70 Euro für eine neue aus, oder ich versuche sie zu reparieren und gebe dann, wenn es schief läuft, trotzdem die 70 Euro für eine neue aus, oder eben nicht, wenn es funktioniert. Und da habe ich mich hingesetzt und habe mit Küchenrolle und Zahnpasta die Unterseite der CD poliert. Und dann war sie wieder lauffähig. Das soll jetzt nicht heißen, dass ihr das zu Hause nachmachen sollt, aber falls ihr wirklich eine CD habt, wo ihr denkt, okay, entweder ist sie eh nicht mehr zu retten, oder es könnte funktionieren. Also wenn wirklich das der letzte Ausweg ist, dann hat man ja praktisch nichts zu verlieren. Dann kann man sowas mal probieren. Aber nicht, wenn einfach nur aus optischen Gründen einem die Kratzer nicht gefallen. Dann sollte man es einfach lassen. Wenn solange ein CD noch läuft, trotz Kratzer, ist es jetzt nicht wirklich tragisch, dass da Kratzer drauf sind. Vor allem, weil es von der Optik her sieht eine mit Zahnpasta behandelte CD wesentlich schlimmer aus, als wenn da so 2, 3 Kratzer drauf sind. Weil dann ist die ganze CD einfach nur optisch hinüber. Sie funktioniert dann halt wieder, wenn sie vorher vielleicht nicht funktioniert hat. Aber es kann halt natürlich auch sein, dass wenn sie vorher funktioniert hat, dass sie hinterher nicht mehr funktioniert. Deswegen sollte man immer ganz vorsichtig damit sein. So, wir haben Willi besiegt und jetzt habe ich vor lauter Quatschen vergessen vorzulesen. Wir haben 2 Tode und einen Fast-Tod zu verzeichnen. Ohne Tornupto gehe ich hier nicht rein. Wie man schon sieht, sind das hier irgendwie Pflanzen-Pokémon, was die Bäume so drumherum angeht. Ich brauche noch einen Hypertrank für Taubos. Taubos ist eigentlich ziemlich stark, wenn das nicht so... Ich sag mal, ich habe ja ziemlich verkackt bei Taubos Training am Anfang. Der war ja irgendwie 32, als ich angefangen habe zu trainieren. Oh mein, jetzt schon wieder. Mein Stil wird dich verwirren und vernichten. Verwirrung, Schlaf, Gift, auch du wirst ein Opfer meiner hinterhältigen Strategie. Fahaha. Bei Pokémon geht es nicht nur um Kraft allein. Das wirst du noch herausfinden. Das wissen wir. Nicht umsonst haben wir 2 Pokémon im Team, die wenigstens Schlafpuder können und eins, das wenigstens Giftpuder kann. Und natürlich ein Pikachu, das mit seinem Donnerschock hin und wieder paralysiert. Noch dazu kann ja Tornupto auch Brennen hervorrufen. Was bei, Achtung, One-Hits nicht so von Vorteil ist, aber egal. Käfer-Pokémon halt. Halten nichts aus, wenn es ums Feuer geht. Nein, ich möchte das Pokémon nicht wechseln. Frostelka. Ah, das ist dieses Korallending. Was übrigens eine sehr schöne Farbe hat, auch wenn ich kein Fan von Pink bin. Ich hätte mir das die Außenschale noch ein bisschen lilaner gewünscht. Dann würde es echt farblich voll schön passen. Koga setzt Slymog ein, ne? Ich will das Pokémon nicht wechseln. So, ich glaube, gegen den war Feuer nicht so geil. Konnte Slymog nicht sogar selber Feuerattacken lernen? Also ich weiß auch, Slymog konnte man fangen.
Da, wo es den siebten Orden in Kanto gibt. Fragt mich nicht, wie das jetzt heißt. Oh Gott, ich wurde vergiftet. Auf jeden Fall bei dem Pyro-Ding in dem Haus, wo man so viel Story zu Mewtwo und Mew erfährt. Gott, welcher war da nochmal gut? Ich nehme einfach mal Tauboss. So. Oh nö. Matschbombe. Das sieht auch nett aus. So. Die Post soll sich echt mal wagen, hier zu klingeln, ne? Das ist extra ein Paket ohne. Also, das ist halt extra ein Paket. Ich hätte es natürlich mit Paketnummer genommen, wenn sie es denn anbieten, aber da ist man so immer ein bisschen abhängig davon, ob das halt eben mit oder ohne Paketnummer verschickt wird. Und diesmal ist es nicht so. Das heißt, sie werden sie mir wieder in den Briefkasten stopfen, egal wie groß es ist. Da freue ich mich schon drauf. Ah, ja, die liebe Post. Beziehungsweise, ich weiß sowieso nicht, ob es ankommt, weil irgendein Witzbold fand es toll, uns unser Schild vom Briefkasten abzumachen. Jetzt müssen wir erstmal wieder gucken, dass wir Neues besorgen und das dran machen. Und unsere Post ist immer so, ja, auch wenn der Name auf der Klingel steht, wenn er nicht auf dem Briefkasten steht, nehmen sie es wieder mit. So. Und wer meine anderen Let's Plays gesehen hat, ich weiß jetzt nicht, in welchem ich davon erzählt habe, der wird wissen, dass es unheimlich gefährlich ist für Briefe, wenn sie wieder mitgenommen werden bei uns, weil einfach, naja, entweder verschwinden sie in der Versenkung und tauchen dann vielleicht wieder auf und kommen dann 10 Tage später an, oder sie werden geklaut, so wie es vor einem Jahr mal der Fall war mit einem Paket, was ich bekommen sollte. Da wurde das denen aus der Poststelle geklaut, also nicht aus dieser Filiale, wo man es immer abholt, sondern da, wo die ganzen Postboten arbeiten. Da habe ich nämlich irgendwie mich 3 Wochen lang damit aufgehalten, dieses Paket irgendwie zu finden. Bis dann echt rauskam, dass es, also vom Tracking her hätte es noch sogar da sein müssen. Aber es war es nicht. Und deswegen kann man davon ausgehen, dass es geklaut wurde. Und da muss ich auch echt schweren Herzens sagen, also ein paar Leute, also die Leute, die da dort arbeiten, die sind von der Höflichkeit sehr durchwachsen. Also da sind 1, 2 dabei, echt, die sind super lieb, ne? Die sind richtig lieb. Und so ein paar andere, da könnte man echt ausrasten. Alles war umsonst. Ich muss meine Fertigkeiten verbessern. Betritt den nächsten Raum und stelle dein Können unter Beweis. Machen wir heute mal eine lange Folge. Eine reine Top 4 Folge. Tornupto ist tot. Beleber. Der hatte auch nicht volle KP, ne? Der hatte nur halbe KP. Oh, Tauboga ist tot. Oh, gut, dass wir nochmal sehen. Das ist wichtig. Ja, also die da arbeiten, es ist halt wie überall im Leben. Man findet überall Idioten. Auch wenn es nur wenige sind, aber die wenigen können einen ganz schön auf die Palme bringen. In der Filiale war das jetzt überwiegend nicht so. Aber jetzt, ja, da kannst du unserer Kraft widerstehen. Hm? Ich sehe, du fürchtest dich nicht und siehst entschlossen aus. Genau richtig für einen Kampf. Bereit? Du wirst dich unserer unbändigen Kraft beugen müssen. Wow. Also in der Filiale waren fast alle nett, ja. Also fast alle. Es gab eine Ausnahme. Die haben sogar dann immer da angerufen und alles. Und sogar mit den Ausliefer, also mit der Post, mit dem Postboten, der das ausgeliefert haben wollte. Also der es wieder zurück in die Zentrale gebracht hat dann letztendlich, weil ich nicht da war. Weil ich samstags Uni hatte. Das muss man sich auch mal vorstellen. Ja.
Ich merke gerade, dass die Soundqualität wahrscheinlich sehr bescheiden sein wird in diesem Part. Weil aus irgendeinem Grund mein Mikrofon doppelt aktiviert ist. Aber egal. Das lässt sich jetzt auch nicht mehr ändern. Naja. Ach, scheiße Schaufler. Sehr effektiv. Ja gut, ganz so effektiv war es jetzt nicht. Okay. Duflos 51, das ist schön. Also es war schon erstaunlich, mit welcher Ruhe die Leute in der Filiale meinen, sag mal, täglichen Besuch in diesen 3 Wochen verkraftet haben. Vor allem, da sie ja ziemlich, also ich habe die nicht angekackt, ne? So war es nicht. Sondern das Problem war einfach, dass der Postbote, der das ausliefern sollte, die halt, also erstmal hat der Postbote, ich muss ja auch echt, okay, es war eine Postbotin, mache ich es jetzt mir nicht ganz so schwer. Es gibt ja 50% weibliche Postboten, von daher. Auf jeden Fall hat sie erstmal mich die ganze Zeit angekackt, als ob ich dran schuld wäre, weil ich nicht zu Hause war, als sie es ausliefern wollte. Kann man ja auch was für, natürlich. Man ist ja sowieso grundsätzlich daheim, wenn ein Paket kommt. Unter der Woche sowieso, so 12 Uhr mittags, ist jeder daheim, keine Frage. Da dachte ich auch schon so, oh mein Gott, das ist wieder dieses typische Beispiel, aber dazu später mehr. Keine Wirkung, das ist auch schön. Na gut, okay, Samstag kann man theoretisch damit rechnen, dass man daheim ist, muss man aber nicht. Es gibt genügend Leute, die auch samstags arbeiten müssen oder eben auch in die Uni gehen samstags. Naja, also erstmal hat sie mich total angemeckert und dann hat sie in der Filiale, angerufen? Ich weiß es gar nicht mehr. Also beziehungsweise erstmal hat sie mich angerufen und das war dann schon sehr grenzwertig, so die Aussage, und einfach so schnell abgefertigt und ich habe keine Ahnung, wo ihr Paket ist, und das war sowieso total komisch. Vor allem dann, ja, das wäre in einer weißen Plastiktüte verpackt gewesen. Also irgendwie so eine Plastiktüte, so wie man sich es halt vorstellt, eine Plastiktüte mit einem Aufkleber drauf. Wo ich mir dann so denke, so okay, das war ein seriöser Shop. Das kann eigentlich nicht sein, dass die einfach in einer zugeknoteten Plastiktüte verschicken. Und vor allem, warum sollte da ausgerechnet ein Paket, was so ramponiert oder heruntergekommen aussieht, geklaut werden? Oder beziehungsweise verschwinden oder was auch immer. Ja. Naja, auf jeden Fall, es kam dann noch die Aussage, wenigstens sind wir nicht wie hier beliebiges anderes Lieferungsunternehmen einfügen und werfen alles einfach vor die Tür. Darauf kann ich dann später nochmal Bezug nehmen. Das ist nämlich sehr toll gelaufen, was das angeht. Naja, dann war ich in der Filiale und die haben dann wieder bei der Postbotin angerufen, weil die in der, also sie hat behauptet, die in der Filiale müssen das haben, die hätten das nur verschlampt. Also sie hat dann auch gegen die Filiale gewettert, sozusagen. Dagegen waren die Mitarbeiter in der Filiale, die echt super lieb sind, ja. Echt pissig, ja, weil die hatten nie so ein Paket bekommen. Ganz einfach. Und das ist halt dieses Problem. Man lässt sich halt nicht gerne für Sachen ans Bein pinkeln, von denen man überhaupt gar nichts weiß, weil das praktisch noch nicht bei einem angekommen ist. Ja. Man kann nichts dafür, weil die Verantwortung einem noch gar nicht, ja, zugetragen wurde. Egal. Auf jeden Fall haben die dann nochmal bei der Postbotin angerufen gehabt und die hat dann wiederum gemeckert. Und dann kamen irgendwie Widersprüche zustande. Also, sie hat irgendwas zu mir gesagt, was ich dann halt denen in der Filiale so weitergesagt habe. Und die haben dann angerufen und hat sie was ganz anderes gesagt. Wo ich dann echt schon am Platzen war fast. Und, naja, nach langem Hin und Her habe ich es halt dann geschafft, dass, also ich musste noch ein paar Mal bei der Post anrufen, also bei dem allgemeinen Kundendienst von der Post. Das war nicht so lustig.
Ah, da ich verloren habe, muss ich jetzt still sein. Bereite dich auf die nächste Herausforderung vor. Wie sieht's denn aus? Wir haben einen Tod zu verzeichnen bei Duflor. Also ich habe dann beim allgemeinen Kundendienst angerufen. Nee, Smetbo ist tot. Oh, Duflo ist tot. Duflo und Smetbo sind tot. Also ich hatte dann beim AP Nugget, Sonderbonbon. Beim allgemeinen Kundendienst angerufen und die erste Person, die ich da dran hatte, war sehr nicht gesprächig, was irgendwie am Telefon echt kontraproduktiv ist. Und als ich dann darum gebeten habe, dass er mich vielleicht an einen Kollegen weiterleitet, der da vielleicht ein bisschen eher die Chance hat, was rauszufinden, hat er mir einfach einen Hörer eingehangen. So. Daraufhin habe ich dann nicht weiter versucht anzurufen, weil ich will mich auch niemandem aufdrängen, wenn ich nicht erwünscht bin. Habe eine E-Mail geschrieben und wurde dann zurückgerufen von einer sehr, 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 sehr lieben Kundenmitarbeiterin, die voll entsetzt war darüber, was da vorher gelaufen ist mit ihrem Kollegen. Und überhaupt die ganzen Verhältnisse, wie das da abgeht, dass dann die Postboten die Kunden anmeckern, nur weil sie nicht zu Hause waren und so. Naja, auf jeden Fall habe ich mich dann ewig mit ihr unterhalten darüber, was wir machen können, weil ich als Empfänger kann gar keinen Schadensersatz fordern, auch nicht bei einem versicherten Paket, das kann nur der Absender. Also musste ich mich mit dem Absender, der weder Deutsch noch Englisch spricht, auseinandersetzen, dass der einen Schadensersatz stellt und mir dann gegebenenfalls, wenn er den Schadensersatz erhalten hat oder schon vorher, ganz wie er das für richtig hält, mir eine Ersatzlieferung schickt. Naja, oder eben das Geld zurück. Ich bin Melanie, Nummer 4 der Top 4. Du heißt Cat. Sehr amüsant. Ich liebe Pokémon des Typs Unlicht. Ihr wilder, harter Ruf gefällt mir. Und sie sind wirklich stark. Glaubst du, du kannst es mit uns aufnehmen? Los, ich will mich amüsieren. Auf geht's. Okay. Ja, auf jeden Fall habe ich mich dann mit dem Händler auseinandergesetzt und habe eine Ersatzlieferung bekommen. also ich wusste, dass sie dann kommt. Ich hatte diesmal auch dann eine Paketnummer bekommen und so weiter und so fort, wie vorher auch. So, und dann war ich mal gespannt auf die Verpackung. Und die Sache war die. Ich wusste nicht, wann die Lieferung kommt, weil das immer so eine Sache ist. Das kam aus dem Ausland. Es war halt Klamotten. Das gab's hier nicht. So was Spezielles. Und deswegen kam das halt aus einem Nachbarland. Auf jeden Fall, eines Morgens lag das Paket einfach vor der Tür. Geliefert mit der Post. So viel zu, wir werfen ihre Pakete nicht einfach vor die Tür, so wie das x-beliebige andere Firmen tun. Ist klar! Natürlich. Macht ihr nicht. Und da habe ich mir die Verpackung mal angeguckt. Und es war eine, was heißt weiße Plastiktüte. Es war eine ganz normale Versandtasche. Also so wie sie von der Post, wenn man hier sagt, ich brauche eine Versandtasche, einem auch ausgegeben wird. Nur nicht eben in braun, sondern in weiß. Wo ich absolut kein Verständnis für habe, dass man dann einfach sagt, das wäre in der weißen Plastiktüte geliefert worden. Ja, insofern war Plastiktüte eigentlich doch zutreffend, nämlich als ich das Paket aufgemacht habe. Das Textil war halt in eine Plastiktüte eingewickelt, damit dem Textil nicht was passiert, wenn irgendwie Wasser drüber läuft oder es im Regen liegt oder so. Es war eben nicht gut verpackt. Es war ziemlich gut verpackt sogar, eben in einer Versandtasche und in dieser war eben eine Plastiktüte mit dem Textil drinne. So, da stellt sich mir die Frage, wie die Postbotin auf die Idee kam zu sagen, es sei in einer Plastiktüte gewesen. Meinte sie jetzt mit Plastik die Versandtasche? Das war kein Plastik, das war, die sind ja außen so Papier. Das ist kein Plastik. So, woher soll sie wissen, dass das Plastik innen drin ist? Außer sie hat es aufgemacht. Naja. Würde halt dazu passen, dass sie sich während dieser 3 Wochen auch öfter mal Widersprüche verwickelt hat und so weiter und so fort. Weil, wenn man sich mal angeschaut hat, wie das Ganze so aufgebaut ist, so ein Lager, dann ja, es ist jetzt nicht gerade schwer, sag ich mal,
für einen Außenstehenden, da dran zu kommen dann an die Sachen. Aber das Problem ist einfach, wer geht da um 5 Uhr morgens spazieren und nimmt einfach Sachen mit, ja? Also geht da ins Lager unbemerkt und kann da einfach Sachen mitnehmen. Ich schätze mal einfach, dass es im Postauto untergegangen ist. Also gar nicht erst wieder zurück in die Zentrale kam. Das ist jetzt so meine Vermutung. Naja, aber genug davon. Anderes Thema, hatte ich bestimmt auch schon mal in irgendeinem Projekt angesprochen. Okay, Hundemon. Ja, wechseln wir mal das Pokémon. Was? Kann ich nicht wechseln? Doch, okay. Dieses Phänomen von wegen, dass so, nicht nur Post oder andere Auslieferer-Firmen, ich meine, okay, jetzt zum Beispiel, wenn ich jetzt mal sage UPS, wenn hier was mit UPS ankommt, dann weiß man eigentlich immer mit ziemlicher Sicherheit, das kommt vor 12 Uhr an. Also Morning Express wird bei uns mit UPS gemacht. Sonst wird eigentlich fast nie was bei uns mit UPS gemacht, einfach weil die hier gar nicht so präsent sind. Das nächste ist irgendwie so... Also ich musste mal was in der UPS-Zentrale abholen. Das ist einfach mal eine Fahrt von 50 Kilometern, die nächste Zentrale, also nö. Okay, ich hätte auf Tornupto wechseln sollen. Mache ich jetzt auch nochmal schnell. Ansonsten haben wir hier sehr präsent Hermes, die übrigens sehr, sehr, sehr freundlich sind und auch sehr... Oh, wie sagt man das? Ja, entgegen aller Vorurteile eben nicht alles vor die Tür schmeißen. Also ich krieg mein Katzenfutter zum Beispiel, also habe ich gekriegt, als das noch online gab, habe ich mein Katzenfutter mit Hermes bekommen und die waren immer super nett. Das war echt klasse. Naja. Wir haben sie besiegt. Starke Pokémon, schwache Pokémon. Das ist nur eine subjektive Einschätzung anderer Menschen. Wirklich begabte Trainer gewinnen mit ihren Lieblings-Pokémon. Ich mag deinen Stil. Du weißt, was wichtig ist. Schreite voran, der Champ wartet. Wie sieht's aus? Kein Tod zu verzeichnen. Gyarados könnte mal einen Trank gebrauchen. Wobei, wir haben noch 2 Beleber, dann spare ich mir die Tränke lieber. Okay. Dann widmen wir uns jetzt dem Champ. Ah, Siegfried, ich habe dich erwartet. Ich wusste, dass du mir aufgrund deiner Fähigkeiten eines Tages gegenüberstehen würdest. Worte sind hier fehl am Platze. Ein Kampf wird zeigen, wer der Stärkere von uns beiden ist. Ich, der beste aller Trainer und Champ der Pokémon-Liga. Ich, Siegfried, der Drachenmeister, nehme deine Herausforderung an. Okay. Also mir geht es so grundsätzlich um so eine Sache, so... Ich weiß nicht, wie man irgendwie grundsätzlich davon ausgehen kann. Also, okay, vielleicht gehen sie nicht mal unbedingt davon aus, obwohl eigentlich das Verhalten doch schon dazu spricht. Stört mich einfach unheimlich, wenn ich nicht zu Hause bin unter der Woche, mittags, nachmittags, weil ich einfach arbeiten oder Uni bin. Und ich dann dafür angekackt werde von irgendwem, der sich nicht angekündigt hat. Also Beispiel, Post ist jetzt so eine Sache, da weiß man, die kommt täglich, man weiß nicht, wann sein Paket genau kommt, wenn man nicht unbedingt Paketverfolgung... Okay, selbst mit Paketverfolgung ist es schwer zu sagen, weil die hängt meistens 5 Stunden hinterher und sobald da steht, ist in Zustellung, ist es meistens eh schon da. Von daher brauchen wir da nicht drüber reden. Wenn man jetzt so mit garantierter Lieferung an dem und dem Tag hat, okay, dann könnte man sagen, man weiß, wann das Paket kommt. Ist leider auch nicht so, da die Post da ein bisschen trödelig inzwischen bei uns ist. So Prime-Pakete kommen trotzdem 2 Tage zu spät, wie heute wieder der Fall. Anscheinend. Naja, was will man machen? Aber das ist auch nicht nur bei uns in der Gegend so, das ist allgemein ein Problem. Ein Freund von mir hat dasselbe Problem und der wohnt ganz woanders. Ja, aber es gibt noch andere Personengruppen, die
tierisch einen dafür ankacken, wenn man nachmittags unter der Woche nicht zu Hause ist. Und das sind die Leute vom Strom. Also einfach nur dieses stumpfe Stromzähler ablesen. Ist jetzt bei mir nicht das Problem. Ich habe das Ganze online. Ich kann das alles eintragen einfach. Also mir wird dann gesagt, ja, tragen Sie Ihren Zählerstand ein, dann lese ich ihn ab und trage ihn ein. Ist jetzt nicht so der mega Aufwand, dass man da extra eine Person für abstellen muss, die das dann, die dann herkommt und das für einen macht. Also es gibt ja einmal den Stromanbieter. Ich weiß nicht, die meisten von euch werden wahrscheinlich das noch nicht haben, dass sie ihren Strom selber zahlen. Ich habe sogar gehört von Leuten, die Pauschalen zahlen in der Miete. Das ist echt krass. Auf jeden Fall, wir zahlen unseren Strom halt eben komplett selber. Und dann gibt es einmal eben den Stromanbieter und einmal das Stadtwerk, dem der Stromzähler gehört. Beide interessiert irgendwie der Zählerstand. Jetzt habe ich aber persönlich ja keinen Kontakt zu den Stadtwerken. Das wäre für die Stadtwerke auch viel zu viel, wenn sie wirklich mit jedem, also mit jedem Haushalt, das betrifft ja nur nicht einzelne Häuser, sondern die Haushalte, wenn sie mit denen dann jedes Mal in Kontakt treten müssen, wenn sie die den Stromzähler ablesen wollen. Deswegen kommen die einfach unangekündigt. Ist ja auch okay. Brauchen sie sich aber nicht aufregen, wenn sie unangekündigt an einem Mittwochnachmittag um 3 Uhr klingeln und es ist keiner zu Hause. Das ist der Hammer. Also bei uns hat sich auch noch keiner drüber aufgeregt. Bei uns ist es aber auch so, wir sind ein Drei-Parteien-Haus. Und da ist eigentlich immer jemand da. Also da gibt es irgendwie nicht das Problem, dass da keiner da ist. Bei meinen Eltern ist das was anderes. Da sind zwar auch mehrere Parteien auf dem Grundstück, aber immer pro Haus so eine. Weil, also ihr wisst, was ich meine. Und da ist es echt mal passiert, dass der den Strom ablesen wollte, aber das war vom Stromanbieter, die haben da auch einen geschickt, die hatten das noch nicht online. Ich war zu Besuch und da war ich mal zufällig halt eben daheim. Also da, nicht daheim, sondern bei meinen Eltern. Und der kackt mich da mega zusammen. Von wegen, ja, das wäre nicht sein Problem, wenn wir kein Geld hätten, unseren Strom zu bezahlen. Und ich gucke ihn nur so an und meine so, was hat denn das Strom, den Stromzähler ablesen mit der Stromrechnung zu tun? Gar nichts. Absolut gar nichts. Er war wirklich nur da, um den Strom abzulesen. Also, jetzt, das macht jetzt vielleicht ein, also, man muss dazu sagen, das hat wirklich überhaupt gar nichts damit zu tun gehabt, von wegen Stromrechnung oder so. Weil die war immer beglichen. Das wird immer automatisch abgebucht. Von daher weiß ich nicht, was er denn da für Probleme hat. Er war einfach nur dazu da bestellt worden, um den Stromzähler abzulesen. Und macht da voll den Aufstand. Und dann ein paar Minuten später hat er dann auch erläutert, warum, also schreiend erläutert, warum. Von wegen, ja, ich war am Montag schon mal da. Ich so, ja, wann denn am Montag? Ja, um 2 Uhr mittags. Ich so, aha, sie gehen also davon aus, dass ich an einem Werktag um 2 Uhr mittags jemand zu Hause ist. Das ist aber schön. Haben sie das angekündigt? Nein, das brauche ich nicht ankündigen. Wenn ich das bei jedem der 300 Leute, die auf meiner Liste stehen, ankündigen würde, da käme ich ja zu nichts mehr. Ich so, oh, aha. Wie viele von den Leuten treffen sie denn dann immer zu Hause an? Ja, da ist fast nie jemand da. Ich weiß auch nicht. Die machen mir nie die Tür auf. Ich konnte nicht mehr. Ich muss mir so das Lachen verkneifen. Dann wurde der noch pumpiger. Da habe ich ihn vor die Tür gesetzt. Da habe ich ihn rausgeschmissen. Ernsthaft. Das war klasse. Ich möchte das Pokémon nicht wechseln. Ich muss nur irgendeinen hier jetzt wiederbeleben. Ich weiß nicht wen. Ich glaube, es wäre ganz gut, wenn ich Tornupto wiederbelebe. Auf jeden Fall hat er dann rumgemeckert von wegen, ja, dann sollen sie es halt per Post zuschicken, den Zählerstand. Ich so, ja, machen wir. Ja, dann müssen es aber per Post. Ja, machen wir. Ja, aber sie müssen es dann selber. Ja, wir kriegen es schon hin, unseren Zähler abzulesen. Weil das Problem war, ich hätte ihn ja sogar an den Zähler gelassen, nur ich war ja nur zu Besuch und hatte keinen Kellerschlüssel. Ich kam nicht an den Zähler. Das habe ich ihm direkt am Anfang gesagt. Und dann kam dieser Satz mit von wegen, wenn wir unsere Stromrechnung nicht bezahlen könnten, bla bla.
Ach, da war ich echt mega pissig. Und, wen belebe ich denn nochmal wieder? Ich glaube, Smetbo wäre eine ganz gute Wahl. Naja, und meine Eltern haben dann einfach ihren Stromzählerstand per Post nachgereicht. Also alles kein Problem. Und ein paar Wochen später kam er dann wieder. Und das Lustige war, ich war dann auch noch, also ich war dann auch wieder alleine da und dann meinte er wirklich nur so, ja, ist Stromzähler ablehnen, was wollen Sie eigentlich? Das ist schon alles längst passiert und eingetragen. Ja, aber dann hätte er doch nicht den Auftrag von der Firma bekommen, den Stromzähler abzulesen, wenn das alles schon erledigt wäre. Ich so, Gott, tun Sie sich mal einen Gefallen und organisieren Sie sich ein bisschen besser. Sagen Sie den Leuten vor Bescheid, dass sie kommen, sprechen Sie das mit Ihrem Auftraggeber ab, ob das überhaupt notwendig ist und. Und dann wurde er echt sauer. Ich meine, klar, es war jetzt nicht mehr so höflich formuliert, aber ich meine, wenn mir die ganze Zeit jemand ans Bein pisst und mich da hinstellt, als ob ich meine Rechnungen nicht bezahlen würde, was ja noch nicht mal meine sind, ja, und mich die ganze Zeit ankackt dafür, dass ich unter der Woche nicht zu Hause anzutreffen bin, zu arbeitsüblichen Zeiten, dann bin ich irgendwann auch nicht mehr so flauschig. Das kann man, glaube ich, auch nachvollziehen, oder? Also das war ja echt das irgendwie zweite, dritte Mal, dass ich dem begegnet bin und das war... Ich habe gedacht, ich muss platzen. So, ist das das letzte Pokémon von ihm? Das wäre nämlich voll saumäßig geil. Weil wir haben nicht mehr so viele Sachen, ne? Ich bezweifle irgendwie, dass wir den letzten Kampf hinbekommen. Also ich gehe mal davon aus, dass es hiernach noch einen Kampf geben wird, weil einfach es in der ersten Generation auch so war, dass es nach dem Champ nochmal einen Kampf gab. Also nach dem... Nee. Nee, wir haben doch 4 von Top 4 besiegt und jetzt ist das der 5. Gibt's einen 6. Kampf? Ich denke nicht, oder? Ich bin jetzt extrem verwirrt. Noch ein Dragoran. Nee, komm, das klatschen wir um. Mit... Versuchen wir es mal mit Kaskade. Nicht sehr effektiv, ja. Ich weiß. Autsch. Drachenwut. Wahrscheinlich auch nicht sehr effektiv, weil es ein Drachen-Pokémon ist, aber... Ist okay. Kann man nehmen. Ich belebe mal ein anderes Pokémon wieder. Oh. Donner oder normal? Ich glaube, normal war ganz gut dagegen, gegen Drachen. Na, Topfit sieht anders aus, aber... Was? Ist das verwirrt? Das hat sich vor Verwirrung selbst verletzt? Okay. Kann ich mitleben. Ja, das ist so meine Story mit so Dienstleistern, die einen unter der Woche irgendwie meinen antreffen zu müssen. Das ist fantastisch. Ich weiß nicht. Was haben die für Erwartungen? Dass alle irgendwie arbeitslos sind? Oder nur Nachtschichten schieben? Und tagsüber zu Hause sein müssen? Das kann es ja nicht sein. Das Argument hatte ich übrigens dann auch gebracht bei dem Typ vom Strom und meinte nur so, gucken Sie mal auf die Uhr. So, es ist 3 Uhr. Sie sind auch gerade bei der Arbeit. Merken Sie was? Das war aber so ganz zum Schluss des Gesprächs, bevor ich ihn dann wieder vor die Tür gesetzt habe. Naja. Hat er jetzt schon gelabert? Nee, da, okay. Wow, du bist sehr stark geworden. Deine Pokémon haben deine starke und aufrechte Persönlichkeit akzeptiert. Auch du wirst zusammen mit deinen Pokémon stärker werden. Oh nein, alles ist vorbei. Professor Eich, wenn du nicht so langsam wärst. Ah, Cat, es ist schon lange her. Du siehst erhabener aus.
Dein Sieg in der Liga ist einfach fantastisch. Deine Hingabe, das Vertrauen und die Liebe zu deinen Pokémon haben dir dies ermöglicht. Auch deine Pokémon waren super. Ihr Glaube an dich hat sie all das durchstehen lassen. Glückwunsch, Cat. Ein Interview mit dem neuen Champ. Okay. Das wird mir alles ein wenig zu laut. Cat, kommst du mit mir? Okay. Moment, wir haben das Interview fast vergessen. Wow, geht sie ab. Vergoldeter Boden, das ist auch geil. Ich war schon lange nicht mehr hier. Hier werden die Liga-Champs für alle Ewigkeit gewürdigt. Ihre mutigen Pokémon sind auch aufgeführt. Hier und heute wurden wir Zeuge des Aufstiegs eines neuen Liga-Champs. Eines Trainers, der Leidenschaft für und Vertrauen in seine Pokémon hat. Ein Trainer, dessen Erfolg auf Ausdauer und Entschlossenheit basiert. Der neue Liga-Champ, der alle Zeichen von Größe in sich vereint. Cat, darf ich dich und deine Pokémon-Partner als Champs eintragen? Klar. Mach nur. Speichern. RH Einsteiger? What the fuck? Tornupto, Duflor. Pikachu. Weiblich, übrigens. Wen es interessiert? Smetbo. Taubos. Ah, Ruhmeshallen Einsteiger soll das heißen. Verstehe. Garados. Und, Mädchen mit blauen Haaren. Ja. Gesehene Pokémon 179, Pokémon im Besitz 81. Die Spielzeit ist natürlich ein bisschen krass, weil ich habe echt ein bisschen übertrieben trainiert. Von daher. Professor Eisbewertung. Hast du eine Angel? Du kannst damit Pokémon fangen. Ja, ich habe eine Angel, aber leider auch nur eine Angel. Eine normale Angel. Von daher. Ja. Okay, gut. Dann war es das mit dieser Special-Pokémon-Liga-Abblästerfolge. Und wir sehen uns zur nächsten Folge, wenn es heißt, die Orden von Kanto in unseren Besitz zu bringen. Also, bis dann!